Servus ihr Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Diesmal kommen wir zu einem weiteren Lied von der Band Asenblut. Haben wir ja schon mal auf dem Kanal gehabt. Das Lied, das wir uns anhören, ist das Lied Die wilde Jagd. Vorschlag kam, da bin ich ein bisschen stolz drauf, und zwar vom Frontmann, Sänger selbst, und zwar von seinem YouTube-Kanal Halbgottschmiede. Der hat mir damals das Lied persönlich mehr oder weniger empfohlen und bin ich ganz klein bisschen stolz drauf, dass der sich mal Video geguckt hat. Ja. Kurz zu Asenblut, und zwar kommen die aus Göttingen, Deutschland. Das ist eine deutsche Band, hört man ja schon am Lied. Orientieren sich in einem Genre Melodic Death Metal, Viking Metal, Pagan Metal, Pagan Metal. Gegründet vor sind sie 2007. Ne? Wie gesagt, das Lied kenne ich nicht. Ich bin mal gespannt. Ich weiß jetzt nicht, was für eins das war, was man schon mal gehört hat. Ich kann es jetzt nicht sagen, ich müsste gucken. Aber ich glaube, es hat mir gefallen. Gut, dann ja. Rausgesucht habe ich den Moment. Erstmal Pause, ich muss eigentlich erst zuschalten. Das ist vor 5 Monaten rausgekommen. Bin ich mal gespannt. So, dann Kopierer auf. Geht 5 Minuten 26, etwas längerer Titel, aber dort auf uns lassen wir uns nicht abschrecken. Das kann nur gut werden. Alla. So, hoffentlich hat es geklappt. Ich weiß es nicht. Legen wir los. Yeah.
Aha, Konzerte 2020, wahrscheinlich mit 5 Leuten oder so, keine Ahnung. Sehr gut. Ich bin immer wieder überrascht, dass es so viele gute Bands aus Deutschland gibt. Ich kann es nicht oft genug sagen. Aber bei dem Lied hat man jetzt den Death Metal Einfluss, ach Death Metal sage ich, Black Metal Einfluss deutlich vernommen, finde ich. Also mir hat es richtig gut gefallen. Ich kann mich auch kaum noch an das andere Lied erinnern, aber ja, richtig gut. Ich muss mal doch mal Album von denen anhören. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich kriege so viele Vorschläge als drin. Ich habe so viel durchstehen noch, dass ich als gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ich bin also mal unterwegs, sobald ich mir in, oh, kennst du mal das Album anhören. So geht es dann alles. Aber naja, so ist es halt. Sehr gut, hat mir wirklich gut gefallen. Doch, prima. Ging ja schön lang. Ja, perfekt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich habe auf Twitter habe ich meine Playlists verlinkt. Wenn ihr wollen könnt, dann mal reinhören. Sind 3 Stück, wie gesagt. Die erste ist von 2018, der letzte von dieses Jahr, aber die ist halt noch nicht fertig, weil ich hier immer Ende des Jahres auf und dann gibt's nächstes Jahr gibt es dann passendes zum Jahreswechsel. Na ja, dann und ja, wie gesagt, hier nochmal rein, wenn euch interessiert, was ich privat so her und jo. Gut, dann sind wir durch. Ich würde gleich die Aufnahme noch checken, ob wir diesmal wieder drauf sind, weil beim letzten Video hat es ganz fu gut funktioniert mit den Makros und Tasterkombination ist ja eigentlich nur Any. Ist eine Tastenkombination. Mehr ist es nicht. Und ich mache du, als hätte ich einen Schaltplan vor mir leihe. Dem ist aber nicht so. Ne, wie gesagt, ich gucke mal, ob wir noch drauf sind, weil wenn er nicht drauf sind, dann muss ich das Video leider löschen. Dann, ja. Naja, aber gut. Gewähne ich mich Atro. Hab mich schon das andere A gewähnt, ne? Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr mögt, sehen wir uns zum nächsten Mal und hauen rein.